Mein Name ist Helge Martens. Ich bin Mund-Kiefer-Gesichtschirurg, Oralchirurg und zertifizierter Implantologe. Zusammen mit meinem Partner Dr. Stefan Wiens sind wir in Garmisch und in Murnau als Mund-Kiefer-Gesichtschirurg tätig und bieten das volle Spektrum der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie an. Neben der klassischen Implantologie, einschließlich der augmentativen Verfahren, einschließlich Beckenkamm, nutzen wir routinemäßig die Möglichkeiten der modernen Implantologie mittels Bohrschablonen und dreidimensionaler Planung. Ich selber bin seit über 10 Jahren implantologisch tätig, Dr. Wiens seit über 25 Jahren. Wir sehen hier das präoperative Röntgenbild eines 66-jährigen Patienten, der lange Jahre im Oberkiefer mit einer Totalprothese versorgt war. Im Unterkiefer wurde präoperativ nicht erhaltungswürdige Front entfernt. Nach Abheilung haben wir dann dieses Bild gemacht, um jetzt in die präprothetische Planung dann einsteigen zu können. Wir sehen hier ein deutlich reduziertes Knochenangebot im Bereich des Oberkiefers. In der Vertikalen ist das Angebot gar nicht mal schlecht, nur wie das in der horizontalen Breite bei langjährigen Prothesenträger ist sehr, sehr dünn. Im Unterkiefer sieht das Knochenangebot besser aus, jedoch ist auch der Kamm deutlich schmaler als aufgrund des Bildes zu erwarten gewesen wäre. Wir haben dann zur Planung ein DVT des Ober- und Unterkiefers gemacht mit der vorhandenen Prothese, sodass wir in der Magellan-Software die präoperative oder präimplantologische Planung durchführen konnten. Man sieht hier auf diesem Übersichtsbild pink eingezeichnet den Nervus alveolaris inferior auf beiden Seiten und hier dann die virtuell gesetzten Implantate im Unterkiefer. Wie man hier in der sagittalen Schnittbild sehen kann, ist der Kieferkamm doch deutlich verschmälert, sodass wir uns dazu entschlossen haben, durchmesserreduzierte Implantate zu verwenden, da der Patient eine Augmentation strikt abgelehnt hatte und das Ganze eben mit einem Steg zu verblocken zur Befestigung der Prothetik. Aufgrund des reduzierten Knochenangebotes sind wir auch nicht von dem Konzept einer Sofortbelastung abgerückt, sondern würden das ganz konventionell erst 3 Monate einheilen lassen, um es dann prothetisch versorgen zu können. Hier sehen Sie die Planung im Bereich des Oberkiefers. Hier haben wir im Sinne des All-in-Four-Konzeptes 4 Implantate geplant, verblockt mit einem Steg. Wenn man sich die sagittalen Schnittbilder anschaut, sieht man einen deutlich verschmälerten Kieferkamm, sodass wir uns dazu entschlossen haben, mittels Dehnschrauben von BTI einen Wound-Spreading durchzuführen, um eine konventionelle Augmentation des Knochens vermeiden zu können. Also wir haben hier die Navigationsschablone von Magellan mit 4 ICX-Implantaten im Unterkiefer 3,45 x 12,5 für ein All-on-Four-Konzept. Wir werden jetzt erstmal die Schablone im Mund positionieren. Genau, ja, die passt perfekt. Obwohl sie nur Schleimhaut getragen ist, in situ fest. Als erstes werden wir diese Schablone fixieren. Ich bohre jetzt zuerst mal die Löcher für die Ankerpins. Fixierung der Bohrschablone im Unterkiefer.
wir haben jetzt die Navigationsschablone mit drei Ankerpins befestigt im Unterkiefer. Jetzt kontrollieren wir nochmal den Sitz. Als nächstes folgt nun mit der Gingiva-Stanze die Entfernung der Gingiva. Wir haben jetzt die Gingiva entfernt und können jetzt dann schon mit der Bohrung für das Bohrloch für die Implantate beginnen. Wir haben jetzt die Implantatlöcher gebohrt für alle vier Implantate. Nun ist es möglich, auch über diese Schablone die Implantate einzubringen. Allerdings bevorzuge ich es persönlich, dies ohne Schablone zu machen. Und ich entferne jetzt mal die Bohrschablone. Wir inserieren jetzt die Implantate. Das ist ein ICX-Implantat, 3,45 mm Durchmesser, Länge 12,5 mm mit poliertem Rand. Wir inserieren die Implantate in der Regel maschinell mit einem Anzugsmoment von 30 Newtonmeter. Wir verwenden in der Regel zur Beschichtung des Implantates das ist die erste Fraktion des PRGF. Einmal um sozusagen eine bakterielle Kontamination des Implantates zu vermeiden und zum anderen zur besseren Einheilung. Jetzt erfolgt die Insertion der etwas angulierten Implantate in der Viererregion. So, alle vier Implantate konnten jetzt in der exakten Position gesetzt werden, waren alle vier primär stabil und jetzt versorgen wir sie noch mit den Verschlussschrauben. Dann sind wir auch schon im Unterkiefer fertig und die Implantate sollen transgingival einheilen. Später würden wir dann nochmal die vorhandene Unterkieferprothese anpassen, sodass die wieder einen perfekten Sitz haben. Und dann würden wir jetzt den Patienten umlagern und im Oberkiefer weitermachen. Hier haben wir also die Bohrschablone für den Oberkiefer, die wir jetzt analog zu unten erstmal einpassen würden. Sitzt auch gut. Und analog zu dem Vorgehen unten würden wir jetzt erstmal die Ankerpins setzen.
nächstes entfernen wir mit der Gingiva-Stanze die Schleimhaut. Da hier im Oberkiefer die Kammbreite deutlich geringer ist als im Unterkiefer, haben wir uns dazu entschlossen, den Knochen mit Spoon Spreading aufzudehnen. Es gibt von dem Magellan-System so eine Bohrhülsenhalterung, um mit einem Pilotbohrer eine Vorbohrung anbringen zu können und dann mit dem Spoon Spreading beginnen zu können. Als nächstes kümmern wir uns das noch mal ein bisschen an. Ich benutze dazu den normalen Bohrer. Dann bringe ich meine Bohrlöcher auf die erforderliche Tiefe. Für die Knochendehnung verwenden wir die Dehnschrauben vom DPI, die es in aufsteigender Stärke gibt. Diese werden ganz normal maschinell eingedreht auf die erforderliche Tiefe. Diese sollte man einfach, um dem Knochen da Zeit zu geben, ein paar Minuten in die nächstgrößere austauschen zu können. Jetzt wird die erste Schraube wieder rausgedreht und gegen die Nummer 2 ersetzt. Um Zeit zu sparen, gehen wir gleich schon mal an das nächste Loch. Ich bereite jetzt sozusagen jedes Bohrloch gemäß Protokoll der Schrauben auf. Einfach um Zeit zu sparen, wechsle ich die Schrauben zwischen den Löchern hin und her. Wichtig ist, dass man den Überblick behält und welches Bohrloch man mit welchem Spreader aufbereitet hat. Hier zieht einfach die Karawane vom ersten in den zweiten Cut an. So, das erste Bohrloch ist jetzt aufbereitet und wir würden jetzt das erste Implantat schon inserieren. Aufgrund der Knochenverhältnisse haben wir uns für ein ECX 3,45 10 mm Implantat entschieden. Vor Implantatinsertion tastet immer noch das Bohrloch aus, um zu kontrollieren, ob es
allseits knöchern begrenzt ist. Und wir inserieren das zweite Implantat, 3,45 mm im Durchmesser und 10 mm Länge. Nutzen wir mal die Zeit und versorgen die bereits gedeckten Implantate schon mit den Verschlussschrauben. Das letzte Implantat ist auch besetzt. Wir verschließen jetzt die Implantate mit den Verschlussschrauben. Wir sind dann mit der OP fertig. Also wie schon eingangs erwähnt, würden wir jetzt die Implantate 3 Monate einheilen lassen, um sie dann mit einem konfektionierten, individualisierten Steg zu versorgen. Und im Oberkiefer würden wir auch eine Einheilzeit von 3 Monaten einhalten, um die Implantate dann mit einem Steg versorgen zu können, um die gaumenfreie Prothese daran befestigen zu können. Ja, wir sehen hier das postoperative Röntgenbild mit den 4 inserierten Implantaten im Unterkiefer für eben die Stegversorgung zur Befestigung der Prothese, die neu angefertigt werden sollen. Im Oberkiefer haben wir ja auch 4 Implantate inseriert, hier im Bereich der Frontzahnregion, wo es von der prothetischen Seite her eine günstigere Implantatmöglichkeit gewesen wäre, haben wir leider keine Implantate inserieren können. Da wäre eine Knochenaugmentation notwendig gewesen, die der Patient abgelehnt hat. Wir hatten uns dann, wie ja im Vorfeld besprochen, eben für ein Boonspreading hier in der 3er, 4er, 5er Region entschieden und konnten dann gut die 4 Implantate transgenival inserieren.